Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in meine Torten- und Kuchenwelt. Heute kommt wieder ein praktisches, einfaches und leckeres Rezept mit Kokosraspeln und kommen wir dann auch gleich zu den Zutaten dazu. Wir brauchen eine Dose Kokosmilch, da sind 400 ml drin, eine Packung Magerquark, 500 Gramm, 250 Gramm Kokosraspeln, die habe ich schon mal angeröstet, Saft einer halben Zitrone, so ungefähr 100 bis 150 Gramm, je nach Geschmack, Puderzucker und 100 Gramm gemahlene Mandeln. Dann brauchen wir natürlich 2 Packung Butterkekse. Ihr könnt beliebig jede Sorte nehmen. Die Kokosraspeln werden in einer beschichteten Pfanne ganz leicht angeröstet und dann ausgekühlt. Ihr müsst nicht anrösten, aber wenn ihr die anröstet, dann schmeckt das natürlich viel besser und intensiver. Für die Creme werde ich alle Zutaten miteinander vermischen. Gebe Puderzucker hinein, die gemahlenen Mandeln, die angerösteten Kokosraspeln. Und natürlich Saft einer halben Zitrone. Ihr könnt auch weniger nehmen, einfach abschmecken und dann bei Bedarf auch weniger nehmen. Jetzt wird das Ganze geschichtet. Dazu nehme ich eine Auflaufform. Nach unten kommt eine Schicht Butterkekse und darüber die Creme. Und so wird das Ganze dann immer geschichtet. Wie ihr sehen könnt, ist die Creme nicht fest. Also die ist schon ein bisschen weich. Das gehört auch so, damit die Kekse auch eingeweicht werden. Ist das richtig so? Bei Bedarf könnt ihr natürlich auch zwischendurch gehobelte Mandeln oder Mandelspalten darüber geben. Ich habe ein paar gehobelte Mandeln angeröstet. Die habe ich natürlich auch angeröstet und die gebe ich dann einfach mal darüber. Und gebe jetzt noch eine Schicht Kekse. Und gebe die restliche Creme darüber. Das Ganze wird dann mit gehobelten Mandeln und Kokosraspeln dekoriert. Die Kokosraspeln zum Dekorieren habe ich nicht angeröstet, damit die Farbe nicht zu dunkel wird. So, jetzt gebe ich das für 1 bis 2 Stunden in den Kühlschrank. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage Tschüss bis zum nächsten Video.